das Ladecase für die Akkus für die Drohne. Hier sind jetzt nur zwei Akkus drin, weil der dritte Akku noch in der Drohne selbst ist. Ihr könnt das hier unten mit USB-C laden und mit USB-A habt ihr hier auch einen Output. Da könnt ihr zum Beispiel das Handy mitladen oder den Controller, wenn er mal zu wenig Akku hat. Wenn ihr die Flymore-Combo euch holen wollt, das ist wirklich eins der großen Highlights meiner Meinung nach. Man hat natürlich auch eine deutlich höhere Flugzeit, kann den Akku einfach wechseln und weiterfliegen. Das ist schon mal sehr gut. Als nächstes Zubehörteil habe ich hier die Sonnenblende. Großer Vorteil ist, man hat einen Sonnenschutz. Das ist natürlich erstmal die erste Funktion. Man klappt das Ganze hier hoch und dann hat man hier noch so eine Zusatzklappe. Und dann ist das Display vor den Reflexionen der Sonne geschützt. So sieht das dann aus. Der Vorteil hier ist natürlich, wenn man nicht gerade aufs Display spuckt, hat man die Möglichkeit, die Sticks einfach dran zu lassen. Die sind dann hier unter diesen Kappen geschützt und das Ganze lässt sich einfach zuklappen ohne Probleme. Dabei hatte ich